Hallo und herzlich willkommen zum Thema Investitionsrechnung. Naja, die Investitionsrechnung ist schon eine der großen Herausforderungen in dem ganzen Thema Finanzmanagement. Auch im Studium der Betriebswirtschaft wird das normalerweise als eines der besonders schwierigen Themen auch angesehen. Deshalb, weil hier Finanzmathematik mit hineinspielt. Sie müssen einfach Zinseszinsrechnung und Ähnliches mit beherrschen. Wir werden das relativ klein machen. Sie müssen das anwenden können und dafür gibt es Excel. Sie müssen natürlich schon verstehen, was tun Sie hier überhaupt und worum geht es? Worum geht es bei der Investitionsrechnung? Zunächst einmal, Investitionsrechnung ist das Rechnen mit unterschiedlichen Fristen. Das Grundproblem lautet: Ich habe zu einem ersten Zeitpunkt eine Investitionsphase. Ich kaufe mir ein Auto, eine Maschine, ein Haus. Da ist ein Mittelabfluss. Und dann profitiere ich von der Investition. Ich habe Rückflüsse, ich habe Einsparungen oder was auch immer. Es passiert über die Zeit hin verteilt, womöglich in den nächsten 30 Jahren, ein Mittelrückfluss, die Amortisationsphase. Sind 30 mal 1000 Euro Rückfluss pro Jahr so viel wert wie 30.000 Euro, die ich hier investiere? Das ist die Frage, die sich die Investitionsrechnung stellt. Ist also Geld über die Zeit verteilt so viel wert wie das Geld, was ich jetzt investiere? Eine analoge Frage stellen Sie sich bei der Kreditberechnung. Also das ist auch technisch genau dasselbe, nämlich Sie haben eine Phase, in der Sie einen Kredit aufnehmen. Das ist Ihr Mittelzufluss. Sie bekommen den Kredit für Ihr Häusle zum Beispiel und tilgen diesen Kredit über Jahre hinweg. Wie viel muss ich dann wirklich effektiv über die Jahre hinweg zurückzahlen, damit ich diesen anfänglichen Kredit getilgt habe? Sie merken, hier spielen insbesondere die Zinsen eine große Rolle. Wir haben hier verschiedene Grundverfahren der Investitionsrechnung, die wir gleich kennenlernen werden. Nämlich, es gibt die ganz einfache Investitionsrechnung, die haben Sie im Prinzip schon kennengelernt, das ist die Abschreibungsmethode. Diese Abschreibungsmethode ist ein Verfahren der Periodisierung, das heißt, die Investitionen werden auf Perioden umgelegt. Also die einmalige Investition wird abgeschrieben und die Kosten der Investition periodisiert. Statisch, ich berücksichtige Zinsen und die Zinseffekte nicht oder nur nachrangig, nicht systematisch. Analog dazu könnten Sie eine statische Rechnung machen, die sich Kapitalisierung nennt. Sie rechnen alle Rückflüsse auf den Anfangszeitpunkt zurück. Das, was ich vorhin angedeutet habe, wenn ich 30 Jahre 1000 Euro bekomme, ist das so viel wert wie 30.000 Euro, die ich jetzt sofort in der Hand habe. 30 mal 1000 ist eine Kapitalisierung. Wir machen eine sogenannte Kapitalwertvergleichsrechnung. Eine Sonderform, die wir hier kennenlernen werden, ist die sogenannte Amortisationsrechnung. Die stellt sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt rechnet sich die Investition, hat sie sich also abgezahlt? Sozusagen eine kleine Break-Even-Analyse für die Investitionsrechnung. Die dynamischen Verfahren hingegen berücksichtigen den Zinssatz und zwar systematisch. Wir haben hier auch eine Periodisierungsmethode, die sogenannte Annuitätenmethode, eine Kapitalisierungsmethode, die Barwertrechnung und dann sowas wie die Amortisationsrechnung haben wir hier nicht, aber da verwendet man häufig noch die Methode des internen Zinsfußes. Diese sechs Verfahren
Mit denen, glaube ich, werden Sie im Wesentlichen Ihre üblichen Aufgaben auch bestreiten können. Wahrscheinlich sogar mit diesen vier Verfahren hier oben. Und die gehen wir gleich durch. Vorher müssen wir uns ganz kurz Gedanken machen über die Frage, was ist eigentlich dieser Zinssatz, über den wir jetzt schon reden? Zinsen sind üblicherweise erstens der Preis für die Überlassung von Kapital, der Zinssatz, den Sie der Bank zahlen. Dieses Beispiel werden wir jetzt auch gleich in unserem begleitenden Übungsbeispiel wählen. Wir haben den Kredit aufgenommen und mit dem müssen wir einfach rechnen. Alternativ dazu könnten wir natürlich auch andere Formen von Zinsen nehmen, nämlich Zinsen bilden uns zum Beispiel ab Opportunitätskosten, Kosten der alternativen Verwendung. Wenn ich mein Geld nicht hier einsetze, könnte ich es da drüben einsetzen. Ich würde in der alternativen Verwendung, zum Beispiel der Investition in Bundesschatzbriefe oder sonst wie, auch eine bestimmte Verzinsung erzielen. Wie viel ist das dann? Das sind Opportunitätskosten. Opportunitätskosten sind entgangener Gewinn aus alternativer Investition, die Kosten der alternativen Verwendung, das, was ich verliere, wenn ich mein Geld hier investiere. Die Opportunitätskosten zum Beispiel dessen, dass Sie jetzt hier teilnehmen an diesem Kurs, könnte sein, dass Sie in dieser Zeit auch schon irgendwo arbeiten könnten und jede Menge Geld, 100 Euro in der Stunde verdienen würden. Die Opportunitätskosten dieses Kurses sind 100 Euro pro Stunde dann. Na gut, könnte auch sein, dass Sie dann im Biergarten sind und eher Geld ausgeben würden. Also eigentlich haben Sie nicht Opportunitätskosten, sondern Opportunitätserträge. Dadurch, dass Sie an einem Kurs teilnehmen, geben Sie kein Geld im Biergarten aus, also vielleicht 10 Euro pro Stunde Einsparung, Opportunitätserträge. Sie haben als dritte Möglichkeit, was Zinsen abbilden können, Risiko. Risiko zum Beispiel der Geldentwertung. Risiko, dass mein Gebäude, das ich gemacht habe, auch mal leer steht und so weiter. Das sind alles Risiken, die ich mit abbilden kann über den Zinssatz. Das sind drei Aspekte von Zinsen. Normalerweise werde ich mit Kapitalkosten rechnen. Ich müsste, wenn ich korrekt rechne, auch das Risiko, das mit jeder Verfestigung von Kapital zusammenhängt, mit einkalkulieren. Wird in der Regel im Sozialbereich nicht gemacht. Das wird eher anders über Auslastungsgrade, zum Beispiel über den Umsatz, nicht übers Kapital gesteuert. Aber an anderer Stelle ist das eine völlig normale Sache, dass du sowas wie ein Risiko mit einkalkulierst. Die Opportunitätskosten, ach, da schauen wir ein andermal dazu. Wir gehen jetzt hier zu den Kapitalkosten. Die behalten wir jetzt hauptsächlich im Blick. So, und jetzt gehen wir zur Abschreibungsmethode. Bei der Abschreibungsmethode ist die Fragelogik zunächst einmal: Übersteigen die Rückflüsse unsere laufenden Kosten inklusive Abschreibung? Also Rückflüsse aus der Investition. Hier habe ich meine Investition. Die habe ich hier abgeschrieben und sind jetzt die Rückflüsse laufend höher als die Abschreibung. Das ist meine Abschreibungsmethode. Die Abschreibung ist I geteilt durch N, aber das kennen Sie ja schon. Schauen wir uns sowas einmal in einem praktischen Beispiel an. Wir kehren zurück zu unserer Seniorenvilla, die Sie schon kennen. Wesen der Investitionsrechnung ist nun, dass Sie bei einer Investitionsrechnung nicht mit unterschiedlichen schwankenden Rückflüssen oder sowas rechnen können. Also wir müssen zum Beispiel hier mit 11 vermieteten Zimmern laufend rechnen. Sie erinnern sich, wir haben gesagt am Anfang 8, dann 10, dann 12,
Also wir konnten bei der Finanzplanung relativ gut auch Schwankungen abbilden. Wir rechnen jetzt hier einfach mal mit durchschnittlich über die Jahre hinweg 11 vermieteten Zimmern. Sowas müssen wir annehmen. Wir können auch nicht mit Steigerung von Kosten rechnen, also hier die laufenden Betriebskosten und so weiter. Das müssen wir irgendwo festzurren. Wenn ich das haben will, muss ich eine Finanzplanung machen. Die Investitionsrechnung verkürzt an dieser Stelle. Also ich kann vielleicht, sage ich mal, solche steigenden Kosten und die auch die steigenden Mieten noch irgendwie glätten, aber das ist immer ein unscharfer Weg. Wir haben also eine Investition. Ich vereinfache jetzt auch ein bisschen und sage, wir haben 2,4 Millionen die abnutzbare Immobilie und 2,4 Millionen Fremdkapital. Natürlich haben Sie gesagt, vorhin haben wir doch 2,5 Millionen gehabt, nämlich 100.000, was am Bankkonto liegt. Genau genommen müsste ich jetzt hergehen und sagen, ich habe hier 2,5 Millionen Investitionen. Davon schreiben sich aber nur 2,4 Millionen ab. Das Geld schreibt sich nicht ab. Aber beim Geld müsste ich zum Beispiel die Geldentwertung mit einbeziehen. Also hätte ich hier zwei Sachen. Macht es ein bisschen kompliziert. Ich habe es jetzt reduziert. Empfehle ich Ihnen auch für die Praxis dann für 100.000 Eigenkapital. Da tun Sie jetzt doch einfacher mal so, als wäre Ihnen das kostenlos überlassen und das Geld, das am Bankkonto liegt, als gäbe es keine Geldentwertung. Also das macht es sonst wieder sehr kompliziert, insbesondere fürs Darstellen. So, und das, was wir jetzt besprochen haben, würde nun ganz einfach wie folgt aussehen, so wie Sie das auch schon wahrscheinlich im gesunden Menschenverstand gemacht hätten. Sie haben die Erträge. Sie rechnen von den Erträgen ab die laufenden Betriebskosten. Die laufenden Betriebskosten waren, wenn Sie sich erinnern, der Servicebereich, also die Dame dort an der Rezeption, Hausmeisterkosten, Energiekosten und ähnliches. Und dann habe ich so etwas wie einen laufenden Überschuss. Ich empfehle Ihnen immer gedanklich diese Unterscheidung zu machen, dass Sie einen Bereich haben, den Sie vielleicht Betriebskosten nennen und betriebliche Erträge und Betriebsüberschuss. Das heißt, das ist alles das, was sozusagen laufend ist, ne? Also im Betrieb. Und dann haben Sie den Bereich, der mit der Finanzierung und der Investition zusammenhängt, in dem Fall Zinsen und Abschreibung. Sie haben also den laufenden Überschuss von 133.500. Der verbleibt jetzt zur Finanzierung der Investition. Damit habe ich sozusagen mein Häusle warm, es raucht aus dem Schornstein raus, aber ich habe das Häusle selber nicht bezahlt. Ich muss die Zinsen wegrechnen, ich muss die Abschreibung abrechnen. Es verbleibt mir ein jährlicher Überschuss, der ist pro Jahr von 5.500. Ich sehe, dieser Überschuss ist positiv. Das scheint eine rentable Investition zu sein. So wäre mein Fazit. So, da ist ein kleines Problem mit dabei, nämlich wir rechnen hier, wenn Sie sich erinnern, die Zinsen bezogen auf 2,4 Millionen. Also wir haben hier 2,4 Millionen mal 2% Zinsen. Und das, erinnern Sie sich an den Finanzplan, gilt natürlich nur für das erste Jahr. Da haben wir 2% Zinsen. In den Folgejahren, also die 2% haben wir immer, aber da zahlen wir auf die vollen 2,4 Millionen. Aber dann zahlen wir das Ganze hier ab. Wir werden wahrscheinlich die Abschreibung ja einsetzen dafür, unseren Kredit abzutragen. Wir werden also den Kredit tilgen und über die Laufzeit hinweg weniger zahlen. Man kann so etwas glätten mit der sogenannten Halbwertmethode. Bei der Halbwertmethode gehen Sie wie folgt vor. Sie haben hier die übliche Rechnung für den laufenden Überschuss. Also Halbwertmethode heißt, letztlich ist das die Abschreibungsmethode
Methode mit Halbwertmethode, so muss man es genauer nennen an der Stelle. Also und zwar nach dem laufenden Überschuss gehen Sie jetzt her und sagen, hier hatte ich ja die anfänglichen Zinsen von 48.000. Ich gehe vereinfachend jetzt davon aus, dass ich am Ende der Laufzeit mein Kredit komplett abgezahlt habe. Also theoretisch im 30. Jahr null Zinsen mehr zahle. Und dann rechne ich 48.000 im ersten Jahr. Erstes Jahr. Dann rechne ich 0 Euro letztes Jahr. Ich rechne die beiden Größen zusammen und dividiere das durch 2. Und das ist der durchschnittliche Zinssatz, den ich dann über die Laufzeit hinweg zahle. Also wenn ich so eine Linie reinlege, dann sind das jedes Jahr rund 24.000, die ich an Zinsen zahle. Im ersten Jahr stimmt es nicht, da ist es mehr. Im letzten Jahr ist es weniger. Das können Sie übrigens immer machen. Also wenn Sie zum Beispiel am Ende der Laufzeit den Kredit noch nicht komplett abgezahlt haben, sondern da noch zum Beispiel 10.000 Zinsen zu zahlen sind, dann setzen Sie halt hier 10.000 ein. Und dann dividieren Sie die Summe der beiden und kommen auf das hier. Das ist die Halbwertmethode, mit der Sie die Zinsen etwas glätten können. Das Ganze funktioniert nicht gut oder wird sehr ungenau, wenn der Kredit schneller getilgt ist als die Laufzeit der Investition. So, und jetzt sehen Sie, der Gesamtüberschuss ist eigentlich 29.500 im ersten Jahr. Weniger, im letzten Jahr mehr, aber über die 30 Jahre hinweg ist es das. So könnte die Halbwertmethode aussehen. Gehört zur Abschreibungsmethode dazu. Die große Alternative dazu ist die sogenannte Barwertmethode. Beim Barwert gehen wir genau umgekehrt vor, nämlich wir haben laufende Rückflüsse. Wir legen die Investition nicht um über die Jahre, sondern wir schauen uns an, die laufenden Rückflüsse addiere ich auf den Anfangszeitpunkt und sage, wie viel bekomme ich über die 30 Jahre eigentlich an Rückflüsse und wie viel Batzen Geld ist das heute? Das ist mein Wert K0. Und dieser Wert K0, den würde ich jetzt im Vergleich setzen zur Investition. So, schauen wir uns das konkret an. Das haben wir hier versteckt da drin. Jetzt muss ich hier meine Zinsen wieder rauslöschen. Ich habe die Kapitalwertmethode, die können Sie auch mit dem Halbwertverfahren machen, aber hier mit dem anfänglichen Zinssatz von 48.000 fortgeführt. Sie haben hier wieder die laufenden Überschüsse. Jetzt rechnen Sie hier bitte nur die Zinsen ab, nicht die Abschreibung, weil die Abschreibung bilden Sie ja gerade nicht. Sie periodisieren die Investition nicht, sondern Sie kapitalisieren. Also, Sie haben jetzt, also hier, das bleibt bitte leer in dem Fall. So machen wir das erstmal. Das bleibt leer. Wir haben jetzt einen Gesamtüberschuss von 85.500 pro Jahr. Wenn ich das über 30 Jahre rechne, komme ich auf 2,565 Millionen Euro Rückflüsse über 30 Jahre. Ich habe dann eine Investitionssumme von 2,4 Millionen und hier habe ich einen Kapitalwert, da muss ich genauer sagen, einen Kapitalwertüberschuss von 165.000 Euro. Wenn der positiv ist, dann ist das eine rentable Investition. Also wenn das da hier positiv ist, dann ist die Investition rentabel. Die Rückzahlungen, die Summe der Rückzahlungen über die Nutzungsdauer, die Lebensdauer der Investition hinweg, ist höher als die Investitionssumme. Das ist die einfache statische Rechnung. Das ist übrigens die Rechnung, die Sie sich wahrscheinlich immer dann stellen, wenn Sie irgendwo bei einem Preisausschreiben eine
Sofortrente erhalten. Da heißt, naja, Sie bekommen jetzt über 10 Jahre eine Sofortrente von 1.000 € monatlich oder Sie erhalten sofort 100.000 € auf die Hand. Was ist besser? Dann sagen Sie 10 Jahre, 120 Monate mal 1.000 €, 120.000 oder 100.000 jetzt sofort. So, das ist unsere Rechnung, die wir hier drin haben. Jetzt, das ist also Kapitalwertmethode, gerne auch Barwert genannt, also eine Kapitalisierungsstrategie. Barwert werden wir später nennen, nur diese Form, wo wir die dynamische Verfahren haben, wo man die Zinsberechnung mit einbezieht. Ein letztes Verfahren haben wir hier drin, nämlich wir haben hier die Amortisationsmethode. Bei der Amortisationsmethode lautet die Fragestellung: Ich habe hier meine Investition K0, also das Kapital, das ich verbraucht habe. Ich habe hier meine Rückflüsse, die Zs der nächsten Jahre. Und die summiere ich auf und ich frage mich jetzt, nach wie vielen Jahren habe ich über meine Rückflüsse meine Investition wieder reingeholt? Bei der Rechnung mache ich nicht die Rechnung in Geldeinheiten, sondern hier kommen Jahre, Perioden raus. Also es geht K0 geteilt durch Z. Ich sage mal so, K0 hat die Dimension Euro, da habe ich Geld ausgegeben. Z ist die laufende Rückzahlung, das sind Euro pro Periode. Ich teile Euro geteilt durch Euro pro Periode. Die Euros kürzen sich raus. Die Periode bleibt stehen, kommt nach oben. Also hier habe ich Jahre stehen. Die Rechnung könnte in unserem Beispiel wie folgt aussehen. Ich habe also hier meine Erträge, wie gehabt. Ich setze hier jetzt einfach mal den halben Zinssatz an. Können Sie auch den vollen Zinssatz nehmen, also hier die Halbwertmethode. Ich habe einen Gesamtüberschuss pro Jahr von 109.500. Meine Investitionssumme hat nur die Dimension Euro. Das da hier, ich dividiere das durch meinen Überschuss, das hat die Dimension Euro pro Jahre. Es bleiben hier am Ende stehen Jahre. Nach 21,92 Jahren hat sich meine Investition amortisiert. Also habe ich die 2,4 Millionen reingeholt. Grundregel lautet, wenn die Amortisationsdauer kürzer ist als die Nutzungsdauer der Investition, ist das eine rentable Investition. Wenn die Amortisationsdauer länger ist, dann erreiche ich nie quasi einen positiven Bereich, dann ist das keine positive Investition. Also die Amortisationsdauer bietet aber natürlich auch noch eine andere Information mit dazu. Da geht es insbesondere auch darum, wie lang ist eigentlich das Risiko, bis zu dem ich im Plus bin. Also hier muss ich fast 22 Jahre zittern, bis ich mein Kapital von 2,4 Millionen wieder aufgeholt habe. Naja, nicht berücksichtigt ist hier natürlich, dass wenn Sie ja pleite gehen würden mit Ihrer Organisation, mit Ihrem Unternehmen, Sie ja möglicherweise die Investition verkaufen könnten. Also möglicherweise müsste man hier den Restwert auch abziehen. Also wenn Sie das in Betracht ziehen. Aber so könnten Sie zum Beispiel Ihre Sofortrente sich ausrechnen. Also Sie sagen, ich habe jetzt 100.000 auf die Hand. Wie viele Monate muss ich die beziehen können? Da über 1.000 €, damit ich 100.000 auch reinkriege. Und wenn Sie jetzt sagen, wenn ich vorher versterbe,
dann kriege ich ja meine Sofortrente nicht mehr. Dann war das keine sehr wirtschaftliche Investition. Dann macht der Amortisationszeitpunkt 100% Sinn in dieser Form, wie wir es hier kennengelernt haben. So, wir haben jetzt kennengelernt die drei statischen Methoden der Investitionsrechnung. Die Abschreibungsmethode, wir periodisieren unsere Investition. Die Kapitalwertrechnung, ich rechne zurück auf den Anfangszeitpunkt und vergleiche das mit der Investition. Und die Amortisationsrechnung. Das Problem dieser drei Verfahren ist, dass ich so tue, als wäre die Zeit irrelevant. Also sind eigentlich 1000 Euro heute so viel wie 1000 Euro in 30 Jahren? Also, erster Punkt. Wenn ich die 1000 Euro Kredit finanzieren muss, über 30 Jahre zahle ich einen Haufen Zinsen für die 1000 Euro. Zweitens, wenn ich die 1000 Euro jetzt sofort habe, könnte ich sie ja gut anlegen. Ich hätte Gewinne, Opportunitätserträge. Also sozusagen, auch das muss ich berücksichtigen. Oder aber, was ist, wenn ich in 30 Jahren es mich nicht mehr gibt? Ne? Lieber der Spatz in der Hand jetzt als die Taube am Dach, so nach dem Motto. Und das über die Zeit hinweg, das ist das Thema Risiko. Also jetzt wird der Zinssatz so richtig ernst. Dafür schauen wir uns im nächsten Abschnitt die dynamischen Verfahren der Investitionsrechnung an.